So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, bitte ein wenig mehr Ruhe. Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Als erste Rednerin hat Frau Kollegin Löber von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns liegt der Entwurf des Haushaltsplans 2019 einer schwarz-grünen Regierungskoalition vor. Eine gute Gelegenheit, etwas genauer zu schauen, was in den Jahren dieser Legislaturperiode gerade in einem der grün geführten Ministerien umgesetzt wurde. Es ist eine gute Gelegenheit, Bilanz bezüglich der Arbeit einer grünen Umweltministerin zu ziehen. Umweltpolitik, vormals die Kernkompetenz der GRÜNEN in Hessen. Eine gute Gelegenheit, zu reflektieren, was von einer ehemaligen Oppositionspartei gerade in ihren Kernthemen in Hessen übrig geblieben ist. Frau Ministerin, ich muss Ihnen für die SPD-Fraktion im Umweltausschuss sagen, ich danke Ihnen für das durchgängig kollegiale Miteinander. Die Zusammenarbeit im Ausschuss ist gut. Parlamentarische Initiativen werden besser und ausführlicher beantwortet als von dem einen oder anderen Ihrer Kollegen. Und was ich besonders an Ihnen schätze, Sie sind im Umweltausschuss selber anwesend und lassen sich nicht regelmäßig durch Ihre Staatssekretärin vertreten. Und Sie ziehen Dienstreisen nicht der persönlichen Anwesenheit im Ausschuss vor. Wie dies zuletzt zum wiederholten Male der Finanzminister machte, der den Haushaltsausschuss in der letzten Woche verließ, um eine Photovoltaikanlage in Marburg einzuweihen. Praktisch, wenn die Gegenkandidatin des Wahlkreises des Finanzministers als braves Mitglied im Haushaltsausschuss sitzt und an so einem Termin erst gar nicht teilnehmen kann. Werte Frau Hinz, es zeigt den Stellenwert, den Sie dem Parlament, der parlamentarischen Arbeit und uns Parlamentariern geben. Danke dafür. Sicherlich, Sie haben es als grüne Ministerin nicht leicht. Einerseits die geerbten Altlasten Ihrer Vorgängerin, unter anderem Biblis, Abwasserversorgung bei K&S, Wulreck usw. so abzuarbeiten. Andererseits Politik mit grünen Akzenten umzusetzen. Leider war hierbei die grüne Handschrift nicht immer erkennbar. Ich möchte diese Themen nun auch nicht erneut aufwärmen. Jedoch hätte ich mir gerade von Ihnen eine kritischere Auseinandersetzung, wenn nicht sogar Distanzierung von der Vorgängerregierung von Ihnen als grüne Umweltministerin gewünscht, um nicht zu sagen, sogar erwartet. Frau Ministerin Hinz, Sie haben nun in der Regierung eigene Schwerpunkte gerade als Umweltministerin gesetzt. Es ist richtig, den Ökolandbau zu stärken. Es ist gut, eine Eiweißstrategie für Hessen zu erarbeiten. Es ist gut, den Verbraucherschutz hervorzuheben. Es ist gut, Bauern in benachteiligten Gebieten Sonderzahlungen zu gewähren oder sich für eine gentechnikfreie Landwirtschaft einzusetzen. Besonders beim Verbraucherschutz auch das Augenmerk auf schwache, verletzliche Verbraucher zu legen. Aber gerade bei dem letzten Punkt, weitere Beispiele hätte ich aufführen können, würden Sie noch mehr Anerkennung von uns bekommen, wenn Sie einfach auch einmal in Pressemitteilungen sagen könnten, dass die Anregung eventuell aus der Opposition kam und von Ihnen aufgenommen wurde. Wichtig ist aber nicht nur, neue Projekte ins Leben zu rufen und mit finanziellen Mitteln auszustatten, sondern wichtig ist auch, sich die Einnahmeseite anzuschauen. Wir fordern da eine Wasserabgabe, einen sogenannten Wassercent, den die GRÜNEN in der letzten Legislaturperiode noch mit uns gemeinsam gefordert haben. Von der damals geforderten Kies- und Sandabgabe der GRÜNEN will ich gar nicht mehr reden. In der Mehrzahl der Bundesländer gibt es eine Wasserabgabe, die dem Gewässerschutz dient. Hessen verzichtet auf eine solche Abgabe, die vom Bundesumweltamt ausdrücklich empfohlen wird. Wir wollen die Wasserabgabe nicht für den privaten Verbraucher, da der private Verbraucher schon genug durch zusätzliche Abgaben belastet wird, sondern für die Industrie. Gerade jetzt wird diese Abgabe immer dringender, um daraus auch einen Teil notwendiger Maßnahmen zu fördern, die uns in Hessen mittelfristig und langfristig gesundes Trinkwasser garantieren. In keinem Bundesland hat die Wasserabgabe der Industrie nachhaltig geschadet. Das nennen wir Einnahmeverantwortung.
So entgehen dem Landeshaushalt rund 54 Millionen € an Einnahmen. Ein Teil davon hätte für die Sanierung von Trink- und Abwassersystemen reinvestiert werden können. Und, liebe Kollegen von den GRÜNEN, was machen Sie stattdessen? Was setzen Sie stattdessen in der Regierungskoalition um? Eine Umweltlotterie. Wie der Wiesbadener Kurier schrieb, einen Veggie-Day für Spielsüchtige. Die Umweltlotterie, die weit hinter jeglichen Erwartungen zurückbleibt. Die desaströsen Zahlen lassen sich einfach nicht schönreden. Na ja, der Finanzminister freut sich über zusätzliche Einnahmen. Sie werden es uns sicher gleich beantworten und erneut erklären, wie sinnvoll eine Umweltlotterie ist, die hauptsächlich Geld für einen anderen Teilhaushalt einspielt. Schade, dass dies den Teilnehmern an der Lotterie nicht klar ist. Würden diese das Geld gleich einer Umweltorganisation spenden, hätte die Umwelt weitaus mehr davon. Kommen wir zu dem Teil des Ministeriums, der sich seit 2014 auch im Namen widerspiegelt, nämlich zum Klimaschutz. Ein Name macht aber keinen Klimaschutz. Ein Name ist nicht einmal ein kleiner Schritt auf dem Weg dorthin, wo Klimaschutz sein könnte. Was ist nun mit einem Klimaschutzplan, der in dieser Legislaturperiode vorgelegt werden sollte? Wie hieß es bei mir früher im Berufsleben? Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Die Gremien, Konferenzen, Tische, Kreise, Gipfel zum Klimaschutz kann ich zumindest nicht mehr zählen. Es wäre mir eine kleine Anfrage wert, wie viele Kreise es gegeben hat, wenn das eigentliche Thema nicht so ernst wäre, um sich darüber lustig zu machen. Oder macht es das Thema so schwierig, weil es eigentlich nur mit dem grünen Wirtschaftsminister gemeinsam vorangebracht werden kann? Liebe Frau Hinz, bei Ihnen ist grüne Politik zumindest erkennbar, auch wenn es manchmal zu ideologisch und nicht rational umgesetzt wird. Aber ob das für Ihren Kollegen noch zutrifft, da mache ich zumindest ein Fragezeichen. Schade. Sie beide haben gemeinsam als grüne Minister eine große Chance vertan. Ende dieses Jahres war doch die Verlautbarung, wird der hessische Klimaschutzplan vorgelegt. Gut, kein Problem. Das sind noch ein paar Wochen. Dann werden wir sehen, ob Sie sich gegenüber Ihrem Koalitionspartner durchgesetzt haben oder nur ein paar grüne Wunschträume und schwarz-grün gestreifte Wunschbäume dabei sind. Vielleicht dauert der Klimaschutzplan gerade deswegen so lange, weil Sie sich in der Regierungskoalition nicht einigen können. So wie der Klimaschutzplan vorliegt, werden wir auch eine ordentliche Anhörung einfordern. Denn eine für die Zukunft unseres Landes Hessen so bedeutsame Planung gehört ins Parlament und nicht in unterschiedlich betitelte Arbeitskreise. Wir müssen die Debatte hierüber im Landtag führen und nirgendwo sonst. In der Opposition wurde von GRÜNEN noch ein eigenes Klimaschutzgesetz gefordert und sogar eingebracht. Nun ist davon keine Rede mehr. Ich bin daher dem Antrag der FDP sehr dankbar. Sie haben die Chance, mit unseren konkreten Haushaltsanträgen, unter anderem auch zur Dorferneuerung und zum sozialen Wohnungsbau, zum Einzelplan 09, den Haushalt ein Stück sozialer und ökologischer zu machen. Seien Sie so souverän. Nutzen Sie die Chance für eine nachhaltigere Politik und einen besseren Haushalt. Lassen Sie mich mit den Worten von Timon Gremmels bei der Haushaltsrede im letzten Jahr zum Einzelplan abschließen. Glück auf für Hessen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Feldmayer von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich natürlich den lobenden Worten der Kollegin Löber anschließen, die die Ministerin gelobt hat, auch aus meiner Sicht und aus der Sicht der GRÜNEN-Fraktion. Vielen Dank für die kollegiale und gute Arbeitsweise, auch im Ausschuss. Der Kritik kann ich mich verständlicherweise nicht anschließen, Frau Löber, aber dazu werde ich gleich im Einzelnen noch kommen. Ich fand Ihre Rede insgesamt etwas sehr kleinteilig. Mir hat etwas ein bisschen der Überblick gefehlt, was die SPD eigentlich will in diesem Bereich. Aber vielleicht kommen wir da ja später noch einmal dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, insgesamt zeigt der Haushalt im Einzelplan 09, was wir uns als CDU und GRÜNE zum Ziel gesetzt haben, nämlich die Themen Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen und für gute Umwelt- und Lebensbedingungen in Hessen zu sorgen. Ich denke, wir haben es gut geschafft, gerade im Bereich der Landwirtschaft die ideologischen Gräben, die es ja da
sag mal, gab, zuzuschütten zwischen den konventionellen und den ökologischen. Das ist gut für alle hier in Hessen lebenden Menschen, natürlich auch für die Landwirte. Wir setzen den Ökoaktionsplan in Hessen fort, und wir freuen uns, dass es in Hessen immer mehr Umsteller gibt auf den ökologischen Landbau. Ich glaube, letztes Jahr waren es 180. Denn davon profitieren alle Menschen in Hessen. Aber es profitieren auch die konventionellen Landwirte in Hessen von unserem Agrarumweltmaßnahmenprogramm mit dem schönen Namen Halm. Also auch da, die Ökologisierung der Landwirtschaft in diesem Bereich schreitet voran. Und genau das kommt da allen Bauern zugute, nämlich den konventionellen und den ökologischen. Das ist genau das, was wir wollen, meine Damen und Herren. Wir setzen aber auch beim Thema Landwirtschaft einen Fokus darauf, die bäuerliche Landwirtschaft, die wir in Hessen noch haben, überhaupt zu erhalten. Deswegen haben wir letztes Jahr gesagt, wir müssen etwas tun, damit die Milchbauern, die mit dem Rücken zur Wand stehen, damit sie überhaupt überleben können in Hessen. Da haben wir 5 Millionen € zusätzlich im Rahmen der Ausgleichszulage gezahlt, hat die Landesregierung gezahlt. Das soll auch noch einmal im Jahr 2017 fortgesetzt werden mit 5 Millionen € zusätzlich, um das zu tun, was für uns ganz wichtig ist, nämlich den Milchbauern unter die Arme zu greifen. Denn die Folgen der Jahre 2015 und 2016 werden auch nächstes Jahr noch zu sehen sein. Und da gilt es, was ich schon in den vergangenen Debatten zu dem Thema Milchpreisen gesagt habe. Wir müssen um jeden Milchbauern in Hessen kämpfen. Diese 5 Millionen € zusätzlich sind gut angelegtes Geld, meine Damen und Herren. Also, der Ökoaktionsplan wird fortgesetzt, und wir freuen uns, dass er so erfolgreich ist. Die FDP schlägt vor, den Ökoaktionsplan ganz zu streichen mit einem Änderungsantrag, weil sie immer noch nicht begriffen haben, dass diese ideologischen Gräben, von denen ich gerade gesprochen habe, schon längst zugeschüttet sind. Und sie haben immer noch nicht begriffen, dass die Biobauern auch keine, sag mal, Vorfeldorganisation der Grünen sind, sondern dass es eine riesengroße Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln in Hessen gibt. Ich glaube, es ist auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass dieser Nachfrage nachgegangen wird. Und es ist auch gut für die regionale Wertschöpfung in Hessen. Meine Damen und Herren, in Hessen sind 42% der Fläche von Wald bedeckt. Der Wald ist Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten. Er ist Rohstofflieferant, und er ist gut für die Erholung, gut für die Wertschöpfung im ländlichen Raum. Wir haben gerade kürzlich gehört, im Waldzustandsbericht, dem Wald geht es immer noch nicht so gut, wie wir uns das wünschen würden. Stickstoffeinträge oder aber auch die Grundwasserabsenkung im Hessischen Ried belasten unseren Wald nach wie vor. Daher ist es gut, dass das Umweltministerium im Haushaltsjahr 2017 wieder Mittel für die Sanierung der Wälder im Hessischen Ried vorgesehen hat und diese sogar erhöht hat. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der SPD-Fraktion bedanken, dass wir es wieder geschafft haben, einen gemeinsamen Antrag hinzubekommen, nachdem der runde Tisch Hessisches Ried zu einem Ergebnis gekommen ist, dass wir gemeinsam dafür sorgen wollen, dass das Hessische Ried gerettet werden kann, dass der Wald dort gerettet werden kann. Also an dieser Stelle nicht nur Kritik von uns an Ihrer Rede, Frau Löber, sondern auch noch einmal vielen Dank für dieses gemeinsame Anliegen, das Sie mittragen. Die Herausforderungen des Klimawandels müssen wir natürlich angehen. Wir tun das in Hessen zusammen mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, es ist gerade gut, dass wir dort ein Beteiligungsverfahren haben. Ich verstehe da Ihre Kritik nicht, dass es dieses Beteiligungsverfahren gibt. Ich glaube, das ist gerade gut. Ich glaube, der Klimaschutz muss von allen Hessinnen und Hessen getragen werden. Er muss vom Land getragen werden. Er muss von den Kommunen getragen werden und von den Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen freue ich mich darüber, dass er sozusagen diese Akzeptanz dieser Bürgerbeteiligung so breit getragen wird, damit wir zu einer Reduzierung der Treibhausgase kommen und auch die Klimafolgen in Hessen abmildern können. An Ihrer Stelle, ehrlich gesagt, liebe SPD, wäre ich beim Thema Klimaschutzplan ein bisschen stiller gewesen, wenn man sich anschaut, was dort im Bund passiert ist. Da wusste man nicht genau, ist er halbtot, lebt er noch, der Klimaschutzplan, was passiert daraus. Heute die Meldung, er kommt, morgen die nächste Meldung, er kommt nicht. Also da wäre ich an Ihrer Stelle etwas vorsichtiger gewesen sein in dieser Diskussion. Über den Klimaschutzplan habe ich gerade gesprochen. Er wird in einem partizipativen Verfahren erbracht.
Wir machen das mit Bürgerbeteiligung zusammen. Und Frau Lübbe hat ja noch gesagt, irgendwie die Vorgaben, zeitlichen Vorgaben, die wir haben, sind ja nicht erfüllt. Also von daher machen Sie sich mal keine Sorgen um den Klimaschutz in Hessen. Machen Sie sich lieber Sorgen um den Klimaschutz, den Ihre Bundesregierung dort sozusagen, ich sag mal vorsichtig, etwas schwierig voranbringt. Besonders, meine Damen und Herren, freuen wir uns darüber, dass es uns gelungen ist, bei der Ausschreibung von Windkraftanlagen im Staatswald eine höhere Gewichtung der Bürgerbeteiligung und der regionalen Wertschöpfung zu erreichen. Das ist doch das, was die ganze Zeit gefordert worden ist. Wir sind davon überzeugt, dass dies mehr Projekte mit Bürgerbeteiligung ermöglicht und dadurch auch eine größere Akzeptanz von Windkraftanlagen. Wir wollen, dass die Menschen die Energiewende als ihr Projekt begreifen, denn damit sind wir genau auf dem richtigen Weg. Nur so kann die Energiewende gelingen, meine Damen und Herren. Jetzt möchte ich noch zu dem wichtigen Punkt Wohnen kommen, der im Einzelplan nun 9 ist. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass es bezahlbaren Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen gibt. Und daher gibt es in Hessen passgenaue, faire und effektive Förderprogramme. Die Studierenden können auf unsere Unterstützung zählen, genauso wie Menschen, die eine Sozialwohnung benötigen oder auch Familien, die erschwinglichen Wohnraum brauchen. Natürlich ist beim Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum noch nicht alles gut. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, was hier schon alles gemacht worden ist in den letzten 2,5 Jahren, so viel wie noch nie hier in Hessen. Wir bekommen 2017 mehr Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau. Wir kofinanzieren aber auch die wichtigen Städtebaumittel, wie z.B. das neue Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier oder aber auch das Programm Soziale Stadt. Wir kofinanzieren sie zu 100%, um die Integration und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken, meine Damen und Herren. Außerdem wollen wir das Programm der Belegungsrechte wiederbeleben. Denn so können Sozialwohnungen, die aus der Bindung fallen, erhalten bleiben oder bereits vorhandene Wohnungen einfach in eine Sozialwohnung umgewandelt werden. Auch Private können davon profitieren. Ich glaube, dieses Programm der Belegungsrechte ist sehr gut, weil diese Wohnungen müssen nicht erst gebaut werden. Diese Wohnungen sind da. Und die können direkt verwandt werden. Von daher glaube ich, ist es sehr gut, das wieder zu reaktivieren. So schafft man schnell und effektiv neuen Wohnraum, neuen sozialen Wohnraum, meine Damen und Herren. Die SPD will mit ihren Änderungsanträgen beim Thema Wohnen noch einmal, sag mal, was draufsatteln. Das ist jetzt nicht so viel wie sonst. Also, ihre Vorschläge sind überschaubar. Also, von daher glaube ich, sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg, was das Thema angeht. Sie wollen noch einmal 50 Millionen Zuschüsse für 6.000 Sozialwohnungen schaffen. Da habe ich noch einmal nachgeguckt. 2016 hatten Sie schon einmal den gleichen Vorschlag, nur wollten Sie dort mit 80 Millionen 6.000 Wohnungen schaffen. Da frage ich mich jetzt ganz irgendwie, wie kommt das zusammen? Das können Sie mir einmal erklären, wie Sie jetzt auf diese anderen Zahlen kommen. Vielleicht ist es jetzt billiger geworden, dieses Jahr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Vielleicht ist die Mehrwertsteuer gesenkt worden. Mir ist das nicht bekannt. Auf jeden Fall interessant, wie Sie da irgendwie mit den Zahlen jonglieren, meine Damen und Herren von der SPD. Wie dem auch sei, von Geldmangel bei der Wohnungsbauförderung redet, glaube ich, keiner mehr in Hessen. Hören Sie sich noch einmal in den Kommunen um. Wir hatten eine Zeit lang eine Diskussion, es muss mehr Fördermittel geben, es muss andere Fördermittel geben, mehr Zuschüsse. Genau das haben wir jetzt gemacht. Wir stellen 1,2 Milliarden Euro bis 2019 für den Wohnungsbau bereit, nicht nur Darlehensmittel, auch Zuschüsse. Und wir hören jetzt mehr und mehr, von den Kommunen, ja, am Geld liegt es nicht, wir brauchen die Flächen. Und dort, wo es Flächen gibt, da weiß man, und da will ich mich auch gar nicht kritisch äußern. Da weiß man, es ist schwierig. Egal, wo Wohnungsbau betrieben werden soll, sag mal, in den Ballungsraumgebieten in Frankfurt, Darmstadt, gibt es die Probleme, weil die Menschen sagen, ja, okay, wir sehen es ein, bezahlbaren Wohnraum brauchen wir, es muss gebaut werden, aber bitte nicht bei uns vor der Tür. Also, ich glaube, das ist auch eine Problematik, die es gibt. Frau Kollegin, denken Sie bitte an die Redezeit. Ich denke an die Redezeit. Frau Präsidentin, ich komme gleich zum Schluss. Also, ich glaube, das ist eine weitere Problematik, der man sich widmen muss. Die ist gut aufgehoben in der Allianz für Wohnen. Das Land Hessen leistet jedenfalls seinen Beitrag zum Thema bezahlbaren Wohnraum. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Feltenmayer. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Feldmayer, auf ein paar Dinge muss ich unmittelbar eingehen.
Das eine ist, ich finde schon, das braucht Chuzpe, wenn man sich hinter der SPD im Bund versteckt, was den Klimaschutz angeht. Die Kritik an der politischen Entwicklung dort bezüglich Klimaschutzplan teilen hier im Raum wahrscheinlich viele, ich ganz besonders. Aber dass Sie es dann fertigbringen und Ihre eigene Trödeligkeit, Untätigkeit und merkwürdige Art, Klimaschutz hier voranzubringen, dahinter zu verstecken, dass Sie es im Bund nicht gebacken kriegen, das finde ich, ist als Rechtfertigungsherleitung wirklich ziemlich dünn. Und dann würde ich auch gerne gleich zum Kauf von Belegschaftsrechten kommen. Da zeigen Sie doch auch nur mit einem Notprogramm, dass Sie das eigentliche Problem, nämlich die Wohnungen zu schaffen, nicht auf die Reihe bringen. Und das ist doch der Punkt, wo es hakt. Es fehlen definitiv Wohnungen. Und das lösen Sie nicht mit dieser kleinen Regelung. Im Bereich von Umwelt, Natur und Ressourcen sowie Verbraucherschutz gehen mehrere wichtige Aufgaben nicht wirklich voran. Die Biodiversitätsstrategie wird mehr als zögerlich umgesetzt. Die Nitratbelastung durch die Landwirtschaft wird nicht entscheidend verringert. Und das ist doch ein ganz großes Thema. In letzter Zeit konnten wir alle ganz viel davon hören. Aber in Hessen sehr wohl auch. Und man muss da mal schauen, was mit eigener Gülle zu tun hat und was mit Importgülle zu tun hat. Ich glaube, da ist eine Menge zu tun. Wir haben den reinsten Tourismus an manchen Stellen, was das anbelangt. Bei der Sicherung des länderübergreifenden Biotopverbundes Natur 2000 zum Schutz gefährdeter wildlebender Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume hat Hessen einen großen Rückstand. Wir haben das abgefragt. Maßnahmenpläne und Schutzwürdigkeiten werden zu langsam erstellt. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie lahmt. Über K&S möchte ich an dieser Stelle explizit nicht sprechen, weil die Hauptursache für die Entsorgungsprobleme und Umweltbelastung aus der Kaliindustrie eben nicht im Haushalt liegen. Für die angestrebten Gewässerrenaturierungen, übrigens auch ein Beitrag zum Schutz selten gewordener Lebensräume mit ihren Arten, fehlen den Wasser- und Naturschutzbehörden Ressourcen. Ähnlich sieht es bei den Lebensmittelüberwachung und der Veterinärmedizin aus. In einem zum großen Teil globalisierten Nahrungsmittelmarkt braucht man zur Überwachung der Qualität der Einführung entscheidend mehr Kontrolle. Das heißt auch, Menschen, die diese durchführen, Proben untersuchen und Verstöße ahnden. Dafür braucht es Personal. Bei stetig wachsenden Aufgaben, anspruchsvollerer Technik und zunehmend komplexeren Vorgängen kann man die Personalquote nicht so niedrig halten, wie die Hessische Landesregierung das seit Jahren gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung mit uns die Einsicht teilt, dass wir zunehmend mehr Menschen in Entscheidungsprozesse mit einbinden müssen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Bank der Regierungsmitglieder hier dermaßen leer ist. Der Haushalt scheint offensichtlich immer nur für die jeweils eigenen engen Bereich zu gelten. Ich hätte nämlich dem Wirtschaftsminister durchaus noch etwas zu sagen an der Stelle, der vorhin von schlechter Launewahlen gesprochen hat. Es hat auch etwas damit zu tun, dass wir Menschen zu wenig beteiligen oder zu sehr pseudomäßig beteiligen. Wenn wir sie ernsthaft beteiligen wollen, braucht es auch ernst gemeinte Beteiligungsprozesse. Die müssen sauber begleitet werden. Und das müssen nicht nur Anhörungsprozesse, sondern echte Beteiligungsprozesse sein. Das heißt, das, was die Menschen einbringen, muss auch umgesetzt und angewendet werden, wenn es denn sinnvoll ist. Und wenn es das nicht ist, muss mit ihnen erörtert werden, warum es das nicht ist. Wenn man aber genau das nicht tut, sondern über die Köpfe der Menschen hinweg Dinge entscheidet, dann entsteht schlechte Laune bei Wahlen. Und das kann man nicht einfach wegreden, sondern das kann man verändern, indem man die Meinung der Menschen da draußen ernst nimmt. Und dafür braucht man Beteiligungsverfahren, die das auch wirklich wert sind, dass man sie so nennt. Und auch dafür braucht es dann Zeit und gut ausgebildetes Personal. Mit der Personalpolitik der Landesregierung geht es nicht. Sie blockieren die Umsetzung wichtiger Projekte, und das trägt zum Frust der Menschen im Land bei. Macht ein Land das schlecht, und Hessen macht es schlecht, ist es letztlich demokratieschädlich. Ich möchte hier noch zu Hessen-Forst sagen, seit der Operation Sichere Zukunft 2003 werden bei Hessen-Forst Stellen abgebaut. Die personelle Fehlplanung führt zu höherem Arbeitsdruck, und das bei stetig steigendem Durchschnittsalter der Beschäftigten. Auch wird in den Forstbetrieben nicht genug ausgebildet. Förster und Waldarbeiter können den gesetzlich festgeschriebenen Bildungsaufgaben nicht mehr nachkommen.
Der Ausgleich für die Arbeitszeitverkürzung auf 41 Stunden kommt bei Hessen-Forst nicht an, und es geht nur um diese eine Stunde. Um Familie und Beruf wirklich miteinander verträglich zu machen, wurde Mitte der 80er im öffentlichen Dienst für eine 35-Stunden-Woche gestritten. Und das hatte auch Sinn, und das sollten wir auch weiterhin tun. Und Frau Ministerin, Sie wissen doch, dass gerade Försterinnen und Förster kein 9-to-5-Job ist. Wenn es im Forst brennt, und ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, da sind die Frauen und Männer zur Stelle. Im Forst brauchen wir Entlastung, und das gilt nicht nur für die Revierförster. Und dazu brauchen wir mehr Personal, und das muss sich auch in mehr Ausbildungsstellen ausdrücken. Kommen wir zum Klimaschutz, ein Thema von übergeordneter Bedeutung, das im Haushalt an vielen Stellen zu Buche schlagen müsste, macht es aber nicht. Die Herausforderungen im Klimaschutz sind nur mit einem sozial-ökologischen Investitionsprogramm zu begegnen. Verkehrs-, Energie- und Agrarwende brauchen deutliche Anreize durch das Land, die aber im Haushalt nicht zu finden sind. Das tragen wir an dieser Stelle seit Jahren vor, und ich würde mir wünschen, es fände mal Gehör. Um die Klimaerwärmung unter 2 Grad zu erhalten, braucht es diese Investitionen jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Aber auch nicht kostenintensive Schritte sucht man vergebens. Wo sind die Initiativen zum Kohleausstieg in Hessen? Selbstverständlich kann das Land an E.ON herantreten und deutlich machen, dass die Hessische Landesregierung so schnell wie möglich die Kohleverstromung in Hessen beenden möchte. Selbstverständlich kann die Landesregierung ein Konzept vorlegen, wie der Kohleausstieg in Hessen schneller umgesetzt werden soll, als SPD und CDU es auf Bundesebene anstreben. Aber sich dann wieder hinter der SPD in Bundesebene verstecken, das ist echt billig gewesen. Nicht nur verwalten die Grünen den selbst hergestellten Mangel mit der CDU, sie haben sich auch noch von zentralen Projekten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit verabschiedet. Die für Hessen angekündigte Agrar- und Verkehrswende sowie der Kohleausstieg wurden in die Werbeblöcke des Bundestagswahlkampfs verlegt. Bei Spitzeninvestitionen für den Bundesfernstraßenbau in Hessen von einer Verstetigung der Verkehrswende zu sprechen, wie Karin Müller das macht, ist abstrus. Fernstraßenbau, ein 365-Euro-Schülerticket auf Probe und den 50-prozentigen Zuschuss der Mehrkosten eines Elektrobusses sind keine Verkehrswende. Da ist ja der Rabatt der Herstellerfirmen größer als der Landeszuschuss. So, meine Damen und Herren, sieht der Green New Deal mit der CDU aus. Ich denke mir, eine echte Veränderung an der Stelle müsste deutlich anders aussehen, müsste deutlich schneller gehen, denn wir haben die Zeit nicht mehr. Wir haben da draußen immer noch Menschen, die darauf warten, dass es endlich in Angriff genommen wird. Und es braucht auch noch viel Aufklärung zu dem Thema. Und das sollten Sie wirklich angehen, und zwar zügig. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Stephan von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dieser Einzelplan 09, Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, der ist nicht der größte, aber er ist sicher einer der spannendsten Haushaltsansätze, den wir zu diskutieren haben. Ich will in 2 Sätzen noch auf das eingehen, was Frau Löber gesagt hat. Punkt 1. Frau Löber, diese Koalition von CDU und Grünen ist angetreten, um Ökonomie und Ökologie oder Ökologie und Ökonomie, von welcher Seite Sie auch kommen, zu versöhnen. Und das gelingt, meine ich, ganz hervorragend. Und dass dabei die eine Seite etwas mehr Ökonomie, die andere etwas mehr Ökologie vertritt, das ist, glaube ich, auch verständlich. Aber das, was wir an Politik machen und das, was Frau Hinz an Politik macht, glaube ich, das ist aller Ehren wert. Und nicht umsonst hat sie letztens auch mal eine Note 1 erhalten in einer Befragung zur Halbjahresbilanz, Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, keine der beiden Fraktionen fühlt sich irgendwo unterbuttert oder unterdrückt. Ein Zweites. Frau Löber, Sie haben eben auch gesagt, im Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept, diese Frage der Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen, der sei Nonsens. Sie haben erwartet, dass die Frau Ministerin etwas auf den Tisch legt und das dann durch die Medien geht oder durch die Verbände geht. Nein,
der Weg, der eingeschlagen worden ist, erst einmal auch die Betroffenen und Beteiligten zu fragen, die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die auch gekommen sind, die auch Beiträge geleistet haben, auch die Möglichkeit über das Internet, dass jeder Bürger in Hessen sich beteiligen konnte mit seinen Kommentaren. Ich glaube, das ist der richtige Weg, und den sollten wir auch künftig so fortsetzen. Und meine Frage geht einfach dahin, wenn Sie das nicht wollen, wollen Sie künftig bei unseren ICAC-Projekten der Dorferneuerung hingehen, der Bürgermeister sagt, wo es lang geht, und alle anderen machen? Nein, genau umgekehrt läuft es dort. Die Bürger werden gefragt, und dann wird entschieden, was gemacht wird. Und wir halten das auch weiterhin für den richtigen Weg. Kolleginnen und Kollegen, ein paar Highlights aus diesem Haushaltsansatz für das kommende Jahr. Wir haben wiederum den Entwicklungsplan für den ländlichen Raum. Ein großer Ansatz, 651 Millionen € über die Förderperiode 14 bis 20. Es ist das bestdotierte Förderprogramm, das wir in Hessen haben. Es ist ein zentrales Förderprogramm, weil auch die Frage des ländlichen Raumes für uns zentral ist. Drei Viertel unserer Landesfläche und die Hälfte der Einwohner wohnen in den Bereichen, die wir als ländlicher Raum bezeichnen. Wir setzen klare Schwerpunkte, dort zu entwickeln und voranzutreiben, dass Menschen auch dort wieder wohnenswert und lebenswert bleiben und nicht sich hinbewegen dorthin in die großen Städte. Diese Flucht, die haben wir ja zurzeit. Diese Programme sind wichtig. Sie sind wichtig, um dem demografischen Wandel auch in diesen ländlichen Räumen zu begegnen. Und wir haben im Bereich der Dorferneuerung, der Dorfentwicklung jedes 25 Millionen € für das kommende Jahr, 200 Förderschwerpunkte und 720 Ortsteile könnten erreicht werden. Das sind sicherlich deutliche Verbesserungen möglich für die Dorfbewohner. Wir haben das LEADER-Programm, 24 hessische LEADER-Regionen haben wir. Dort sind 61 Millionen € verfügbar, die über mehrere Jahre verteilt werden können, weil diese Projekte auch länger dauern. Wir haben auch im Umweltbereich Programme für die Breitbandversorgung. Neben dem Land gehört auch die Entwicklung der Stadt zu den Themen, die im Umweltministerium, das ja auch den Wohnungsbau beinhaltet, wichtig sind. Wir haben bei diesen Stadtentwicklungsprogrammen deutliche Fortschritte gemacht. Das ist schon mehrfach erwähnt worden. Wir haben 2017 70 Millionen € im Budget, um unsere Städte und die zentralen Orte zu fördern und zu entwickeln. Und da möchte ich Ihr Augenmerk auf den Änderungsantrag richten, den wir gestellt haben, mit rund 9 Millionen € zusätzlich. Wir wollen mit diesen zusätzlichen Mitteln alle Mittel abgreifen, die vom Bund für uns bereitgestellt werden. Und diese 9 Millionen € Landeshaushalt erzeugen etwa 30 Millionen € Fördermittel. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, dass wir da auch kein Geld liegen lassen, was andere uns gegebenenfalls bereitstellen, um Dorfentwicklung zu betreiben. Kolleginnen und Kollegen, wir haben 22 Kommunen mit 30 Förderschwerpunkten im Programm Soziale Stadt, 20 Millionen verfügbar, 20 Kommunen sind im Stadtumbau, 15 Millionen verfügbar, 20 Kommunen bei den aktiven Kernbereichen, 14 Millionen verfügbar, 13 Kommunen im städtebaulichen Denkmalschutz, 5,7 Millionen verfügbar. Und Kollegin Feldmayer hat schon gesagt, die sozialen Quartiere sind vollständig finanziert. Kolleginnen und Kollegen, das zeigt, dass wir hier zielgerichtet und effektiv arbeiten und den Kommunen vor Ort Geld bereitstellen, aber sie die Chance haben, das mit den Mitteln, auch mit der Beteiligung der Bürger vor Ort umzusetzen. Punkt 2, Wohnungsbau, eine Baustelle, die wir in Hessen haben. Es ist lange darüber gesprochen worden heute. Ich will nur weniges herausgreifen, 1,13 Milliarden Förderung in dieser Legislaturperiode. Wir können 30.000 Wohnungen fördern. Wir werden im Jahr 2017 200 Millionen € ausgeben können. Und wir haben auch das eine oder andere umgestellt. Es gibt Tilgungszuschüsse statt zinsvergünstigte Darlehen, weil das für private Investoren öfters mal interessanter ist. Und die Forderung der SPD, noch mehr Mittel bereitzustellen, ja, sie liegt auf dem Tisch, aber es ist schon einmal gesagt worden, ich wiederhole es, alle Anträge sind im vergangenen Jahr genehmigt worden. Und wenn noch mehr Geld bereit ist und keine Anträge da sind, hilft uns das auch nichts. In diesem Falle, glaube ich, haben wir als Landesregierung, die als Landesregierung, wir als Fraktion, unsere Aufgaben erfüllt. Was wir brauchen, sind Baumöglichkeiten. Das ist der Engpass. Die Frage, wo kann ich denn noch bauen? Wo sind denn Bauflächen verfügbar? Wo rücke ich einem Nachbarn auf die Pelle? Wo habe ich auch mal Eingriffe in Landschaft? Wo kann ich verdichten, ohne dass die Bevölkerung dort gleich auf die Barrikaden geht? Das ist eine Aufgabe, die wir uns alle miteinander stellen müssen, also eine gesellschaftliche Aufgabe. Bessere steuerliche Abschreibungen könnten uns helfen, aber da müssen wir an Berlin appellieren.
Landwirtschaft, ein weiteres Thema, Kolleginnen und Kollegen. Die aktuelle Situation der Landwirte, die haben wir gelegentlich einmal diskutiert. Es ist momentan etwas besser in der Landwirtschaft, finanziell, was die Einkommen gerade auch in der Milchwirtschaft betrifft. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir eigentlich hingehen müssen. Wir als Hessen können diese Marktverwerfungen auch nicht alleine reparieren. Aber was wir können, ist, unseren Landwirten zu helfen. Wir können ihnen Verlässlichkeit und Planungssicherheit über die Förderungen des Landes Hessen geben. Da haben wir das Halmprogramm. Es ist erwähnt worden, wo relativ viele Mittel zur Verfügung stehen. Und auch da verweise ich auf den Änderungsantrag. Wir wollen noch einmal 5 Millionen Euro bereitstellen, damit wir über die Ausgleichszulage den Landwirten helfen, die vor allem in den benachteiligten Gebieten sind. Und das sind vor allem diejenigen, die Milchwirtschaft betreiben im Grünlandbereich. Die Arbeit der Landwirte ist wertvoll von uns, und die 5 Millionen Euro zusätzlich sind gut angelegtes Geld für unser Bundesland. Kolleginnen und Kollegen, vor einem Jahr im Dezember gab es den Klimagipfel in Paris. Sie alle wissen, wir wollen die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Dokumente gab es, Konferenzen gibt es auch zurzeit wieder, im kommenden Jahr im Übrigen in Deutschland, diese Klimaschutzkonferenz. Wir leisten auch einige finanzielle Beiträge. Wir haben im Haushalt 5,3 Millionen Bewilligungsvolumen. Für nächstes Jahr sind 3,8 Millionen verfügbar. Das sind 20% mehr, als wir es in diesem Jahr hatten. Aber das Geld ist das eine. Wichtiger sind die Menschen, die sich daran beteiligen. Deswegen ist es wichtig, dass wir vor allem solche Themen wie klimaaktive Kommunen unterstützen, vor Ort Unterstützung geben, dass man sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt und Maßnahmen ergreift. Ich will, Kolleginnen und Kollegen, abschließend noch das eine oder andere erwähnen, was uns wichtig erscheint in diesem Haushalt. Punkt 1, regionale Vermarktung. Auch das ist ein Thema, dem sich diese Landesregierung intensiv angenommen hat. Regionale Vermarktung. Ich habe vor kurzem auch eine Studie gelesen, in der ich drin stand, wenn ich weiß, welcher Bauer was für mich produziert hat, dann vertraue ich dem, und dem vertraue ich mindestens genauso, aber vielleicht noch mehr als dem Biolandwirt. Also beides machen, biologische, ökologische Landwirtschaft, aber dafür zu sorgen, dass der Verbraucher weiß, wo seine Lebensmittel herkommen. Punkt 2 des sonstigen. Wir haben auch einen Änderungsantrag gestellt, Biodiversität, 500.000 Euro für die Vorsorge vor Luchs und Wolf. Es ist eine vorbeugende Politik. Wir haben in Hessen 3 der 4 Wölfe bisher gehabt. Einen vermutet man zurzeit irgendwo in Hessen. Wir haben nicht die Probleme, wie sie andere Bundesländer haben, dass ganze Herden gerissen werden. Oder dass im Wildbestand im Wald 50% der Wolf frisst, die anderen 50% verzeihen sich auf Jäger und auf den Verkehr. Kolleginnen und Kollegen, ja, so ist es, Herr Al-Wazir. So ist es. Das haben die Brandenburger gezählt und erlebt. Und wenn wir dann hören, wir haben heute 44 Rudelwölfe in Deutschland, und dass die Verbände fordern, dass wir mindestens 440 Rudel brauchen, dann ist Ihnen allen klar, dass die nicht alle in Brandenburg bleiben können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle Prävention betreiben. Kolleginnen und Kollegen, der SPD-Antrag in Bezug auf den Wassersend werden wir natürlich nicht zustimmen. Das kommt nicht in Frage. Solche pauschalen Steuererhöhungen, die die Industrie, das Gewerbe betreffen, lehnen wir ab. Wir wollen keine allgemeinen Sonderabgaben. Wir können aber gerne darüber reden. Da sind wir auch bereit dazu, wenn es im individuellen Fall punktuell darum geht, Schäden zu vermeiden oder Schäden, die entstanden sind durch die Grundwasserentnahme, zu beseitigen. Auch den Antrag der SPD gegen Frau Ministerin Puttrich tragen wir nicht mit. Wird Sie nicht überraschen. Wir sind die Ansicht im Untersuchungsausschuss ausreichend ausgetauscht worden. Eine Klage wegen angeblicher Amtspflichtverletzung unterstützen wir nicht, weil Frau Puttrich mit guten Gründen und in sorgfältiger Abwägung so entschieden hat, wie sie entschieden hat, und dafür auch unsere Rückendeckung hat, Kolleginnen und Kollegen. Und ich weise die unsachlichen und persönlich beleidigenden Angriffe des SPD-Fraktionsvorsitzenden gestern gegenüber Staatsministerin Puttrich in aller Entschiedenheit zurück, Kolleginnen und Kollegen. Es wäre noch einiges zu sagen in dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Wir haben einen hervorragenden Haushalt in diesem Jahr. Wir haben viel erreicht. Und ich kann nur dafür werben, dass Sie sich auch anschließen, wie wir, diesem Haushaltsansatz zuzustimmen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Stephan. Herr Kollege Lenders von der FDP-Fraktion hat nun das Wort. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Gerade im Einzelplan des Umweltministeriums wird vielleicht ein bisschen das Dilemma dieses Haushalts deutlich. Weil, Kollege Hahn hat es Ihnen auch schon einmal versucht zu sagen, bei dem Geld, das Sie im Moment zur Verfügung stehen haben, werden strukturelle Defizite oder strukturelle Veränderungsnotwendigkeiten überhaupt nicht angegangen. Das können Sie alles machen. Sie können sogar eine Politik fahren, die Sie mit Geld alles zuschmeißt. Aber in dem Moment, wo das Geld mal nicht mehr so fließen sollte, meine Damen und Herren, dann werden Sie vor einem ganz schönen Dilemma stehen. Und wenn Sie und Frau Hinz, ausdrücklich, das Umweltministerium hat solch eine Aufgabenkritik, die nämlich dann notwendig ist, nicht nur in Ihrer Amtszeit nicht vorgenommen, sondern da sind auch Ihre Vorgängerinnen befinden sich da in guter Gesellschaft. Das hat seit Jahren nicht stattgefunden. Deswegen auch unsere Änderungsanträge, was das HLN-Look anbelangt oder das Fachzentrum Klimawandel. Man kann ja gerne über vieles diskutieren, aber Sie sind ja noch nicht einmal bereit dazu, als Regierung über solche Strukturen überhaupt einmal nachzudenken. Und wo das dann auch sehr deutlich wird, ist das, ich will das an dem Beispiel Hessen-Forst mal festmachen. Bei Hessen-Forst, ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie Frau Löber das vielleicht erwähnt, es sind vor allen Dingen Stellen bei Hessen-Forst, wo wir viele gewerbliche Arbeitnehmer haben, das sind diejenigen, die zum größten Teil die Arbeitszeiten dann wettmachen müssen. Bei Hessen-Forst, bei den gewerblichen Arbeitnehmern, wird es keinen Stellenaufwuchs geben. Das sind diejenigen, die bei der Arbeitszeitverkürzung gleichzeitig weniger Köpfe mehr Arbeit haben werden. Aber der Stellenaufwuchs, den gibt es allerdings dann im Ministerium. Und, meine Damen und Herren, da muss man dann schon einmal auch kritisch hinterfragen dürfen, wieso denn dann vor allen Dingen im Ministerium 8 Stellen, und das sind jetzt auch nicht irgendwelche kleinen Beamtenstellen, die dort geschaffen werden, sondern das geht dann schon einmal gerne los über eine B2, eine A16, eine A15, 5 A13 Stellen. Meine Damen und Herren, mit Strukturkritik, mit Aufgabenkritik hat das überhaupt nichts zu tun. Da wird der Apparat aufgebläht. Meine Damen und Herren, würde mich ja jetzt reizen, aber in Anbetracht der Zeit weiter bei Hessen-Forst das runterzudeklarieren, was es z.B. heißt bei der FSC-Zertifizierung, gerne mal sich Projekte anzuschauen in Main-Kinzig-Kreis, wo das zugeführt hat, wenn man Flächen stilllegt, wie Sie das jetzt gemacht haben. Das ist ja nicht nur ein ökologischer Schaden, da kommt auch ein ökonomischer Schaden hinzu. Das ist mit Sicherheit nicht die richtige Politik. Ich will auch sagen, uns fehlen auch Ansätze. Sie haben das schon gemerkt, für die FDP zieht sich das wie ein roter Faden, Hessen 4.0. Es gibt auch eine Landwirtschaft 4.0. Wenn wir z.B. vermeiden wollen, wie wir Pflanzenschutzmittel einsetzen, wenn wir die Fragen beantworten, wie kann man sehr zielgerichtet und wirtschaftlich mit solchen Dingen umgehen, auch da finden wir Ansätze in der hessischen Politik überhaupt nicht wieder. So, die Zeit drängt, und Frau Hinz, Ihrem Kollegen habe ich den Gefallen schon getan, ihm habe ich gelobt, der nimmt es nur selten so zur Kenntnis. Aber ich will auch durchaus sagen, der Änderungsantrag, der hier gemacht worden ist für die Milchbauern, ich gehe mal davon aus, dass er auch von Ihrem Haus getragen wird, das ist ein sehr positives Zeichen. Ich finde, es ist schon richtig gesagt worden, die Landwirte sind noch lange nicht über den Berg hinweg, aber es ist ganz gut, was dort passiert. Positiv ist auch die Aufwertung der Marketinggesellschaft. Werden wir uns aber auch anschauen, ob hier es einen Schwerpunkt gibt, was die regionale Vermarktung anbelangt bzw. die Vermarktung, Herr Stephan, es geht um die Vermarktung regionaler Produkte, nicht so sehr Produkte regional zu vermarkten. Ob es hier auch einen Schwerpunkt gibt, so wie er in den Reden oftmals angekündigt wurde. Meine Damen und Herren, als Letztes lassen Sie mich nur noch feststellen, ich bin ja auch froh, dass bei den GRÜNEN mittlerweile die Erkenntnis angekommen ist, dass sie mit dem Wohnungsbau, mit dem Geld eben nicht alles bewegen können. Das war auch schon in unserer Amtszeit, zu unserer Regierungsbeteiligung so. Da sind oftmals die Mittel, die für den sozialen Wohnungsbau angestanden haben, überhaupt nicht abgerufen worden. Und dann lassen Sie uns dann mal darüber reden, ich versuche das ja immer wieder mit Ihnen, über die Hemmnisse zu reden, warum nicht mehr Wohnungen entstehen. Sie haben ja ein paar Teilaspekte jetzt mal angesprochen. Hat es ein bisschen einen Sinnungswandel gegeben? Nehme ich dann auch mal etwas als Positives. Und damit
schließe ich dann auch persönlich diese Runde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst einmal bedanke ich mich für das Dankeschön zur guten Zusammenarbeit. Es ist mir auch ein Anliegen, eine gute Zusammenarbeit mit den Abgeordneten zu haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich selber so viele Jahrzehnte Abgeordnete war und weiß, wie man sich auf der anderen Seite fühlt. Von daher hoffe ich sehr, dass wir das beibehalten können. Zu meinem Einzelplan. Oh, bitte, bitte, bitte. Zu meinem Einzelplan. Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht führen wir den erfolgreichen Kurs der letzten beiden Jahre fort und setzen auch konsequent die Prioritäten, so wie wir sie im Koalitionsvertrag ausdrücklich festgelegt haben. Wir wollen gute Lebensbedingungen schaffen, ein gesundes Lebensumfeld. Und natürlich gehört zu guten Lebensbedingungen auch das Thema Wohnen, auch das Thema Stadtentwicklung. Und natürlich ist Geld nicht alles, aber ohne Geld geht es beim Wohnungsbau eben auch nicht. Und von daher freue ich mich tatsächlich sehr, dass wir jetzt mit den zusätzlichen Kompensationsmitteln neu des Bundes 1,2 Milliarden € zur Verfügung haben in dieser Wahlperiode. Das ist mehr, als das Land Hessen jemals zur Verfügung hatte für Wohnungsbau, für soziale Wohnraumförderung. Das ist schon ein unglaublich gutes Ergebnis, sodass wir uns jetzt wirklich darum verschärft kümmern werden, wie können die Kommunen Gelände, Flächen akquirieren, entwickeln, dafür, dass auch tatsächlich Wohnungen entstehen. Da sind wir mit der Allianz in guter, fruchtbarer Zusammenarbeit. Wir werden der Nassauischen Heimstätte zusätzlich 200 Millionen € zur Verfügung stellen. Das ist alles soweit vorbereitet, dass der Gesellschaftervertrag in diesem Jahr noch geändert werden kann. Ich habe mich dann gewundert, allerdings, als ich den Antrag gesehen habe der SPD, dass wir jetzt auch für weitere kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder sogar für private Investoren, dass wir uns da an Wohnungsbaugesellschaften beteiligen sollen mit Bürgschaften. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir keinen Einfluss darauf hätten, wie die Geschäftspolitik dort gestaltet wird. Von daher halten wir es für besser und zielgerichteter, wenn wir weiter mit Darlehen und Zuschüssen arbeiten für diejenigen, die tatsächlich sozialen Wohnraum schaffen wollen. Und wir haben jetzt auch noch Mittel für Belegungsbindungen zusätzlich, sodass wir auch kurzfristig für mehr soziale Wohnungen in Hessen sorgen können. Ich halte das für den besseren und richtigen Weg. Meine Damen und Herren, zur Städtebauförderung. Auch hier werden wir im nächsten Jahr die Mittel für den Stadtumbau und soziale Stadt vollständig kompensieren, die Mittel, die vom Bund kommen. Das heißt, wir haben hier mehr Geld zur Verfügung, das höchste Fördervolumen seit 20 Jahren, mit einem Bewilligungsvolumen von fast 100 Millionen € im nächsten Jahr. Das ist unglaublich gut für die Kommunen. Die können sich darauf vorbereiten, haben Planungssicherheit dann für die nächsten Jahre. Und vor allen Dingen sorgt es für soziale Infrastruktur, für die wohnliche Qualität, aber natürlich auch für mehr oder gute Grünflächen und natürlich auch für Klimaanpassung und Klimaschutz.
Wir bringen jetzt die Wohnung, die Programme, die wir haben, immer zusammen auch mit dem Thema Klimawandel, Anpassung und Klimaschutz, weil nur dann und nur so macht es Sinn, dass wir die Themen zusammendenken und nicht parallel nebeneinander her und hier ein bisschen Geld und da ein bisschen Geld, sondern auch die Kommunen und die Baugesellschaften müssen hier zusammendenken. Ich glaube, das wird eine richtig gute Geschichte in den nächsten Jahren. Wir haben jedenfalls positive Signale seitens der Kommunen, dass die sich alle darauf vorbereiten. Im Bereich Landwirtschaft haben wir nicht nur eine gute Kooperation inzwischen zwischen den ökologischen landwirtschaftlichen Verbänden und dem Bauernverband, was mir besonders wichtig war, weil nur dann bekommt man auch ein gutes Klima und eine gute Landwirtschaft, sondern wir haben über unsere verschiedenen Programme auch die Möglichkeit, ressourcenschonende Landwirtschaft zu fördern, und das geht alle an. Das geht die Ökos genauso an wie die konventionellen, und ich freue mich sehr darüber, dass hier auch großer Zuspruch herrscht, egal ob es um die Frage Biodiversität geht oder z. B. um die Frage Grundwasserschutz. Natürlich stehen wir hier teilweise am Anfang, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir uns hier auf eine gute Grundlage jetzt stützen können für die zweite Halbzeit dieser Wahlperiode. Und 2016 war ein Rekordjahr, was die Umstellung der Landwirtschaft auf den ökologischen Landbau angeht. Seitdem wächst die Fläche, und auch jetzt haben wir für das nächste Jahr wieder mehr Umstellungsanträge. Ich gehe einmal davon aus, dass das ein weiteres Rekordjahr wird. Das hat natürlich damit auch etwas zu tun, dass die Landwirte wissen, bei den Krisen, die es gibt, dass sie mit ökologischer Landwirtschaft mehr und sicher auch ihre Existenz sichern können. Und das halte ich auch für eine gute Sache, vor allen Dingen, weil wir da draufsetzen dann oder aufsetzen jetzt noch die Vermarktungsstrategie für regionale Landwirtschaft. Das heißt, dass die konventionellen besser ihre regionalen Produkte auch in der Region vermarkten können, die ökologischen Landbauverbände allerdings auch. Und von daher haben die auch da einen besseren Planungshorizont. Und deswegen gibt es mehr Umsteller, und ich freue mich natürlich darüber. Meine Damen und Herren, zum Klimaschutz. Also, wir werden ja morgen noch eine Debatte haben können, relativ ausführlich aufgrund des Antrags der FDP. Deswegen will ich mich hier auf ein paar Punkte beschränken. Was ich ja total vergnüglich finde, ist, dass auf der einen Seite kritisiert wird, dass der integrierte Klimaschutzplan nach einem Dreivierteljahr noch nicht auf dem Tisch liegt. Auf der anderen Seite wird, obwohl wir noch völlig im Zeitplan sind, ne, im Übrigen, auf der anderen Seite wird heftig kritisiert, dass wir nicht genügend beteiligen, Bürgerinnen und Bürger beteiligen von der Linken. Und die SPD meint dann wieder, wir beteiligen zu viel, ist ja alles so kompliziert. Liebe Leute, eigentlich ist alles ganz einfach, liebe Abgeordnete. Eigentlich ist alles ganz einfach. Wir wollen natürlich mit den Betroffenen, und betroffen sind alle Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Verbände, Unternehmen, diskutieren, was macht aus ihrer Sicht Sinn an Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen, was macht Sinn an Klimaschutzmaßnahmen, damit wir nicht einen Plan entwerfen, der völlig an den Erfordernissen vorbeigeht, an den realen. Und deswegen haben wir diesen Beteiligungsprozess gemacht, übrigens moderiert. Und der Plan ist jetzt so weit, dass er innerhalb der Regierung auch abgestimmt werden kann. Und ich freue mich ja, dass Sie alle so aufgeregt schon sind, wie er aussehen wird. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, es ist nicht so wie im Bund, dass der Wirtschaftsminister dauernd einhakt und sagt, das geht nicht und das geht nicht. Da haben Sie etwas übertragen, Frau Abg. Löber, was Sie vom Bund jetzt schon erlebt haben und gehört haben, auf die Situation in Hessen.
Ich kann Ihnen sagen, bei uns ist die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien sehr viel besser, und wir werden Ihnen dann auch einen guten Klimaschutzplan hier präsentieren können. Für Mittel haben wir auch vorgesorgt im nächsten Haushalt und in der Finanzplanung, sodass wir Klimaschutzmaßnahmen auch tatsächlich finanzieren können. Auch dies ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur etwas aufschreibt, sondern am Ende auch handelt. Ein Punkt, der gestern schon angesprochen wurde, heute zweimal: Hessen, Forst und Stellen. Also, die FDP war meines Wissens dabei in der Regierung, als der Plan, der Stellenplan und das Projekt Hessen-Forst 2025 vereinbart wurde mit dem Hauptpersonalrat. Erstaunlicherweise weiß die FDP ja immer, es ist ja schwierig mit dem Langzeit- und dem Kurzzeitgedächtnis, nicht mehr, was vor 3 Jahren passiert ist. Also die FDP war dabei. Ich habe das übernommen. Zum Zweiten, zurzeit werden mehr Leute eingestellt noch. Wir haben inzwischen noch einen Überhang, um hinterher dann auf die Forstbezirke hin abschmelzen zu können. Und zum Dritten, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die kursorische Lesung war diesmal ziemlich kurz. Die FDP kam erst, als wir schon am Ende waren. Sonst hätten Sie vielleicht auf Frage auch vernehmen können, dass wir die Stellen zentral etatisiert haben, sie aber natürlich auch in die Landesbetriebe übergehen, die Stellen, die wir bekommen aus der Arbeitszeitverkürzung. Aber eins noch dazu: Bei Hessen-Forst ist inzwischen der größte Teil angestellt und nicht verbeamtet. Die haben keine 42-Stunden-Woche. Deswegen muss man auch nicht so viel kompensieren wie in vielen anderen Bereichen, wo Landesbeamte sind, wo die Arbeitszeitverkürzung echt zu Buche schlägt. So, das zur Aufklärung für die FDP, damit Sie künftig den Plan besser lesen können. Ansonsten haben wir natürlich viel vor noch im Bereich und auch haushalterisch abgesichert im Bereich Gewässerschutz, Biodiversität, Naturschutz, Verbraucherschutz, Waldumbau und Sanierung, Hessisches Ried. Ich glaube, wir werden auch an anderer Stelle zu anderer Gelegenheit weiter darüber diskutieren können. Ich bedanke mich einstweilen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind die Beratungen zu Einzelplan 9 abgeschlossen. Und ich rufe nunmehr Einzelplan 10, Staatsgerichtshof, auf. Es wurde vereinbart, dass hier keine Aussprache stattfindet. Ich rufe auf Einzelplan 11, für den gilt das Gleiche. Auch hier wurde zusammen mit Tagesordnungspunkt 16 hier wurde auch vereinbart, dass keine Aussprache stattfindet.